Also der Vortrag soll 10 Jahre Erfahrung eines Universitätsverlags widerspiegeln. Ich habe ihn hier ein bisschen kürzer genannt, weil wir in Karlsruhe, wir wissen ungefähr, was unsere Autoren wollen, hoffentlich auch, was wissenschaftliche Autoren im Allgemeinen wollen. Und ich habe mir noch einen Untertitel erlaubt, was aus meiner Sicht Bibliotheken als Service auch bieten sollten. Und nach dem Vormittag heute würde ich den Vortrag noch mal ganz anders taufen. Ich würde ihn nennen, wie wir in Karlsruhe unserer inneren Uhr gefolgt sind. Also ich erzähle Ihnen heute Verlagsdienste für die Wissenschaft, Open Access Verlagsdienste aus Sicht der KIT Bibliothek in Karlsruhe. Ein Beispiel, wir haben einen sehr großen Verlag, den wir unter der Rubrik Forschen und Publizieren als forschungsnaher Service platziert haben. Und der Verlag ist so groß und hat so eine starke Nachfrage, dass er als einzige Zusatzdienstleistung auch auf der Einstiegsseite der Bibliothek einen Link gekriegt hat. Das ist was Besonderes in Karlsruhe. Kurz ein paar Daten zu unserem Verlag. Also uns gibt es dieses Jahr tatsächlich 10 Jahre. Wir sind gegründet auf einen Senatsbeschluss im KIT, damals noch die Universität Karlsruhe. Es war auch nicht ganz unumstritten, einen eigenen Universitätsverlag zu gründen. Wir haben begonnen mit einer halben Stelle. Inzwischen sind wir zu viert und wir sind nicht nur Bibliothekare, sondern wir haben inzwischen auch bibliotheksintern umgeschichtet und haben uns Design-Know-how ins Haus geholt, sodass wir hier auch noch ein bisschen das, was Bibliothekare dann doch nicht können, aufgestockt haben. Wir sind Teil der KIT-Bibliothek als Betrieb gewerblicher Art. Und innerhalb der Bibliothek sind wir Teil meiner Abteilung, die Publikations- und Mediendienste der Bibliothek. Und das macht auch Sinn, wie ich Ihnen nachher zeigen werde im Vortrag. Wir verlegen ausschließlich Bücher aus dem KIT, eine Abgrenzung, die aus unserer Sicht sehr wichtig ist. Und da wir schon so lang sind und in Karlsruhe immer alles sehr pragmatisch gelöst wird, haben wir schon über 1300 Bücher verlegt, die wir nicht nur elektronisch publizieren, sondern auch noch weltweit vertreiben in gedruckter Version über den Buchhandel und in Amazon. Also Sie sehen, das ist eine ganze Menge. Es boomt. Wir haben nie Werbung für unseren Verlag gemacht, weil wir so viele Aufträge haben, dass wir uns gar nicht davor retten können. Und die Personalaufstockung erfolgt ja immer mit einmaliger Verzögerung, sodass hier echt die Frage in meinem Vortrag im Raum steht, warum klappt es eigentlich so gut? Was ist denn der Grund für den Erfolg von diesem Verlag? Ja, und der Grund ist, dass wir mehr oder weniger bedienen, was die Autoren wollen, weil Autoren wollen nämlich nicht nur ein elektronisches Buch haben im Internet, die wollen vor allem überhaupt ein Buch haben, die wollen etwas Haptisches. Ja. Und sie wollen nicht nur ein Buch haben, sondern sie wollen es auch noch schnell produziert, in unkomplizierten Wegen ein Buch bekommen. Und sie wollen das, wir haben ja sehr viele Ingenieure bei uns im Campus, und das sind Qualitätsmaßstäbe an das gedruckte Exemplar, die uns immer wieder sehr erstaunen. Also diese Aussage, da kann ich ja gleich in den Copyshop gehen, haben wir öfters gehört. Also hier haben wir den Verlag nur aufbauen können, weil wir mit den besten Druckdienstleistern vor Ort auch gearbeitet haben, die einfach diese Digitaldruckqualität sehr gut im Griff hatten von Anfang an. Sonst hätten wir gar keine Chance gehabt gegen die Universitätsdruckerei. Autoren sind, wir haben es heute Morgen auch gehört, sind gewohnt, dass man selbst Hand anlegen muss, auch an die Manuskripte und sonstige Tätigkeiten im wissenschaftlichen Umfeld. Aber die Begeisterung, würde ich sagen, hält sich doch einigermaßen in Grenzen. Hier haben wir also inzwischen ein sehr breites Set an Formatvorlagen, an Hilfestellungen zur Erstellung eines Manuskripts gemacht, dass es am Ende, wenn das Buch dann gemacht werden soll, nicht mehr so viele Probleme gibt. Dann auch sehr verblüffend ist, egal ob es überhaupt gedruckt werden soll oder nicht oder nur im Internet kommt, jeder will eine ISBN-Nummer. Das ist also etwas, was in den Köpfen rumschwebt, und natürlich haben alle unsere Bücher deswegen auch eine ISBN-Nummer. Ein anderer Wunsch, den auch sehr viele Autoren immer sagen, seid ihr bei Amazon. Ja, darum waren wir vom ersten Jahr an, obwohl das ja für so einen kleinen Anfängerverlag, der wir waren, ein bisschen mühsam ist, sich durch Amazon durchzuwühlen. Einfach wichtig, dass wir hier unsere Bücher nachweisen, und wir sind auch bei Amazon.com und CO UK. Das ist einfach etwas, was gewollt wird von Seiten der Autoren. Ja, und auch wenn viel Kommunikation über E-Mail geht, eigentlich den ganzen Tag, ist trotzdem auch die gefühlte Nähe am Campus ein großer Standortvorteil für unseren Verlag. Also es gibt dann schon
die Möglichkeit, auf dem Weg zur Mensa bei uns im Verlag vorbeizuschauen. Und man sitzt 10 Minuten zusammen vorm Bildschirm und dann hat man das Buchcover besprochen und ja, geht dann einen Kaffee trinken. Also das passiert durchaus auch und es ist ein großer Vorteil für uns. Die Verlagsdienste kosten bei uns Geld, ein subventionierter Preis. Und wir versuchen, die Preise wissenschaftsfreundlich zu halten. Wir müssen Geld dafür verlangen, auf Wunsch der Direktion und auch des Beschlusses damals im Senat. Aber dadurch, dass wir ein Verlag sind, kommen unsere Autoren auch in den Genuss der Ausschüttungen der VG Wort und sie kriegen einen Teil der Kosten auch in der Regel davon erstattet. Ja, und die Autoren wollen gelesen werden, rezipiert werden. Wir drucken die Bücher, wir verbreiten sie im Internet, auch auf verschiedenen Formaten. Und ein wichtiger Wunsch der Autoren ist auch noch, dass man ja die Forschungsergebnisse in die eigene Fachcommunity mit transportiert. Das ist auch etwas, was wir bedienen. Ja, das war die Sicht des Autors. Ja, und die Sicht der Einrichtung oder auch der Bibliothek, warum tun wir uns das an? Warum machen wir uns die Mühe, einen Verlag zu stemmen? Das ist zum einen, dass wir als Bibliothek Open Access unterstützen wollen in allen Versionen und aus unserer Sicht geht es besser, wenn man noch zusätzlich einen Open Access Verlag im Haus hat. Und als Bibliothek, als KIT-Bibliothek, Sie haben das mitbekommen, wir haben uns ja als Einrichtung auch ein bisschen neu erfunden in Karlsruhe nach der Fusion und wir haben uns sehr klar positioniert, dass wir uns Richtung Forschung bewegt haben und hier sind die forschungsnahen Services für die Bibliothek auch ein neuer Schwerpunkt und ein großer Schwerpunkt und in diesem Umfeld tummelt sich auch der Verlag. Ja, und im Bereich Qualität ist es nicht nur die inhaltliche Qualität, dass der KIT-Verlag qualitätsgeprüfte Inhalte publiziert, sondern es sind auch formale Maßstäbe, die wir machen. Also hier leisten wir einen Beitrag Richtung Corporate Design. Jeder, der Schriftenreihen in seiner Universität kennt, der weiß, das geht wie Kraut und Rüben durcheinander, wo das Uni-Logo draufgeklebt ist. Genauso war es bei uns auch in der Universität. Und hier folgen wir also den Corporate Design-Richtlinien unserer Einrichtung und machen auch dort einen großen Beitrag für die, ja, für das formale Erscheinungsbild unserer Einrichtung. Das darf man auch nicht unterschätzen. Als Bibliothek, unsere Unterstützung zu Open Access ist natürlich ein ganz wichtiger Dienst, dass wir unser Repository, ich habe es hier durch das DINI-Zertifikat symbolisiert, weiter befördern und weiter bestücken. Und dazu sage ich später noch etwas, auch hier leistet der Verlag einen wichtigen Beitrag. Ja, und wir haben durchaus kommerzielle Absichten, das heißt, wir wollen unsere Publikationen auch verkaufen im Buchhandel. So ein paar Zahlen, die uns immer wieder überraschen, weil wir haben ja alles im Internet, ist, dass wir trotzdem annähernd 2000 Bücher im Jahr verkaufen, weltweit, dass wir Downloadzahlen im Schnitt von 500 Downloads pro Buch haben und einzelne Spitzen, auch Lehrbücher, die wir elektronisch publizieren werden, bis zu 7000 Mal abgerufen. Genau, also das ist ein bisschen, das ist so, was die Autoren sich vorstellen, was wir uns als Bibliothek vorgestellt haben, als wir uns überlegt haben, einen Verlag zu gründen. Und was ist jetzt draus geworden? Also das zeige ich Ihnen in den nächsten Folien. Hier oben das Logo vom KIT-Verlag. Wir verlegen natürlich viele Dissertationen unserer Einrichtung, aber auch Fachbücher. Wir haben Journals, alles ist elektronisch publiziert, aber die wenigsten Bücher von uns sind e-only, ungefähr 5%. Das meiste wird gedruckt und aus unserer Sicht ist es ist eines der Ziele, das wir hatten, nämlich unser Repository damit auch aufzuwerten, war erfolgreich, also für das, weil alle Dokumente landen bei uns auf dem Volltext-Server zur Langzeitarchivierung. Also hier gehen wir auch bewusst eine Duplizierung ein und für das Beispiel Dissertationen kann man sagen, dass wir inzwischen mehr Doktoranden an das KIT binden. Wir haben im Jahr 400 Dissertationen am KIT und davon wird inzwischen die Hälfte bei uns im Verlag verlegt. Und nur zum Vergleich, zum reinen E-Publizieren in unserem Repository EFASTAR sind nur 15% der ganzen Jahresdissertationen im KIT werden nur elektronisch publiziert. Alles andere ja, will einfach etwas Gedrucktes in der Hand haben. Genau, und ein anderer Grund im Konzept, warum es so gut bei uns passt, ist, dass wir die Open Access Aktivitäten der Bibliothek auf mehrere Säulen verteilt haben. Also hier in dieser Säule sehen Sie
die KIT-Monographien, wie wir sie nennen, die schönen Verlagsbücher, mit denen wir uns viel Mühe geben, die nach bestimmten Layout-Vorstellungen gedruckt werden, die einer Qualitätsprüfung unterzogen werden, die eben alle elektronisch und die allermeisten auch gedruckt erstellt werden. Ja, und demgegenüber steht unser Repositorium, das wir seit 1997 auch eins der ersten in Deutschland betreiben, das Working Papers hat, die Dissertationen elektronischer Art und Preprints und alles weitere, was Sie ja auch bei sich auf Ihren Repositorien haben. Aber dazwischen gibt es einfach viele Publikationen in so einer großen Forschungseinrichtung, wie wir sind, ja, die man im Verlag nicht so gern hat, ja, die aber auf Wunsch der Autoren einfach gerne eine ISBN-Nummer hätten, ja, die gern bei Amazon wären, die gern bitte gedruckt werden. Also zum Beispiel sowas wie Jahresberichte gibt es bei uns sehr viele, Forschungsberichte, BMBF-Berichte. Ja, das ist einfach etwas, kann man das nicht auch drucken? Und früher haben wir solche Sachen im Verlag oft abgelehnt. Die sind dann auch nicht auf dem Repositorium gelandet. Und inzwischen haben wir auch im Zuge der Fusion zum KIT so eine mittlere Säule eingeführt. Das nennen wir ganz schick KIT Scientific Reports. Wir nummerieren es auch durch, da sind wir schon bei über 8000. Und da machen wir uns die Arbeit ein bisschen leichter. Also es ist A4, dann hat man weniger Druckprobleme, man hat auch weniger Probleme beim Layout. Es sieht standardisiert aus, aber es ist trotzdem ein Verlagsprodukt, was auch ein bisschen Geld kostet. Ja, das soll auch wehtun. Ja. Und wir switchen relativ flexibel zwischen diesen Säulen. Das heißt, wir entdecken durchaus, dadurch, dass wir eine Abteilung sind, Publikationen im Repositorium, wo man sagt, hey, das wäre doch auch ein schönes Fachbuch. Lass uns drüber reden, oder wir schieben Sachen vom Verlag einfach in diese mittlere oder untere Ebene und dann hat man so sein Konzept auch wieder sauber gemacht. Ja, aber das, auch wenn das Konzept stimmt, das erklärt immer noch nicht, warum es trotzdem so gut geht, also mit allen grauen Haaren, die wir trotzdem natürlich im Verlagsgeschäft, ja, wir sind alle älter geworden, ja, haben durchaus, also das will ich nicht verhehlen, also trotzdem denke ich, ist ein Grund auch, die Art und Weise, wie wir das Verlagsgeschäft machen, weil es so gut ist. Ja? Und was machen wir als institutionseigener Open Access Verlag? Vielleicht ein bisschen anders als ein kommerzieller Verlag. Ein Grund liegt in der Produktion. Also wir waren im Entstehen in der Zeit, als der Digitaldruck erst aufkam. Damals gab es noch nicht die One-Book-Produktion. Das stand nur auf den Werbeprospekten der Druckdienstleister, aber es gab es noch nicht so richtig. Inzwischen gibt es das. Und wir haben von Anfang an mit diesen Kleinauflagen im Digitaldruck begonnen. Wir haben also kein Lager oder kaum Lager gemacht und sind einfach mit diesem Konzept gestartet, was jetzt vielen kleineren oder mittleren Verlagen auch Probleme oder Mühe bereitet, erstmal darauf überhaupt umzusteigen. Ja? Und ein sehr schöner Punkt, ein sehr befriedigender Bereich unserer Arbeit ist der Bereich Content. Natürlich haben wir viele Dissertationen. Ohne die Dissertation gäbe es uns heute wahrscheinlich nicht mehr, weil die haben uns überhaupt erst bekannt gemacht. Aber es gibt in so einer großen Forschungseinrichtung einfach ja, sehr viele Manuskripte, die schlummern in Schubladen, die sehr schwer den Weg in ein Verlagshaus finden oder die sind auch zum Teil abgelehnt worden mit dem ja, mit der Bemerkung, das können wir nicht verkaufen, ja, da haben wir keine richtigen kommerziellen Gewinne draus und es schlummert dann so vor sich hin und vieles ist auch erst so in den Jahren, als der Uni-Verlag einfach immer größer wurde, ja, zu uns gekommen und gesagt, wie, ich habe da was in der Schublade, wäre das was und das sind natürlich mit unseren Lieblingspublikationen sehr, sehr schöne Sachen, auch viele Bücher natürlich von den Geisteswissenschaften, aber auch so Lehrbücher im mittleren Sektor, die wir in zwischen verlegen und das ist etwas, was einfach aus der Einrichtung rauskommen muss und wo ich auch eine große Aufgabe von einem eigenen Verlag sehe, dass man das verlegt, weil wir haben in dieser Hinsicht keine kommerziellen Absichten. Uns geht es nur um die inhaltliche Qualität und nicht, ob wir es auch gut verkaufen können. Wollen wir natürlich auch, aber wenn nicht, dann nicht. Ja, das nächste ist natürlich die Policy. Ich habe gesagt, wir unterstützen Open Access. Und wir haben bis heute keine einzige Ausnahme gemacht, also jemand, der bei uns kein Open Access Buch verlegen will, den lehnen wir ab. Gott sei Dank haben wir diese Linie so streng durchgehalten. Ja. Davon profitiert man dann in the long run und genauso auch mit dem Thema Urheberrecht. Da machen wir natürlich wissenschaftsfreundliche
Autorenrechte. Wir waren am Anfang auch bei CC bei Non-Commercial und sind jetzt komplett mit dem ganzen Verlagsprogramm geswitcht auf CC BY Share Alike und haben das auch durchgesetzt in der Kommunikation mit unseren Autoren, dass wir sagen, kommerziell ist nicht gleich böse. Ja? Auch wir als Verlag arbeiten mit Profis zusammen. Die Non-Commercial-Klausel ist auch sehr problematisch und wird sehr hart diskutiert, auch jetzt gerade in der parallelen Sektion. Wenn ihr bei uns verlegen wollt, dann müsst ihr alle dieser Lizenz machen und es ging auch ohne Diskussionen zustatten. Ja, und jetzt nochmal eine Folie zur Praxis. Wir legen unseren Schwerpunkt in die Beratung mit den Autoren, in den Kontakt. Ja, als, das ist ja auch eine Arbeit, die die KIT-Bibliothek, als Bibliothek ist man gewohnt, mit den Kunden zu sprechen und Open Access. Das heißt, die Autoren müssen schon ihr Buch selbst setzen. Wenn sie es gar nicht wollen oder können, dann würden wir es vermitteln. Das kostet dann auch Geld. Wir haben aber ein großes Set an Formatvorlagen gemacht. Man findet auf unseren Webseiten in der Autoren-Toolbox alle Verträge, alle Beispiele, unsere CC-Lizenzen, die FAQs, warum machen wir das so und einfach sehr schönes Handling, das am Ende zu einem Buch führt. Wie gesagt, die Autoren wollen ja, dass wir das alles ganz schnell machen. Und jetzt die andere Seite ist die Seite, wie organisiert der Verlag dieses große Geschäft. Als ich diesen Screenshot gemacht habe, das ist ein Screenshot aus unserem Workflow-Tool, was uns die EDV-Abteilung programmiert hat. Das kann jetzt niemand mehr lesen, aber zu diesem Zeitpunkt waren 234 Buchprojekte bereits von Autoren mit Auftrag an uns erteilt, in verschiedenen Stadien des Manuskriptsprüfens, Auftrag an Druckerei erteilt und so weiter und so fort. Aber 234 Projekte, die zum Teil ja schlummern, ja, wenn jemand in Indonesien seinen Vulkan untersucht und danach kommt er und will ganz schnell das Buch. Und wir arbeiten ja mit einem größeren Team, das heißt, wir haben ja eine eigene Workflow-Software, aber da sieht man schon, wie viel das eigentlich ist. Ja. Und aber unser Schwerpunkt liegt auf dem eigenen Produkt. Und wenn ich jetzt an den Vertrieb denke, Sie sehen das leere Regal, wir haben keine Lagerhaltung, der Verkauf geht direkt über das Barsortiment, dafür zahlen wir natürlich viel Geld, ja, und auch an Amazon, an die Buchhandlungen und wir verkaufen auch direkt an die Endkunden. Auch da gab es sehr schöne Wandlungen in den letzten Jahren, dass die Barsortimente inzwischen selbst Print-on-Demand-Dienstleister sind, also auch diesen die Herstellung selbst mit übernehmen. Auch hier hat man es einfach viel leichter jetzt ja, im Verlagsgeschäft. Und das, was die Autoren nochmal interessiert, was wir auch bedienen, das ist natürlich die Rezeption ihrer Forschungsergebnisse. Also fast alle unsere Bücher sind in Google Books gemeldet. Das ist auch ein organisatorischer Aufwand. Ich habe noch zwei Beispiele von den Geisteswissenschaften, Hasso zu Kult und Clio. Auch unsere Journal, wir haben ein geisteswissenschaftliches Journal im Verlag, werden hier nachgemeldet. Und alle unsere Proceedings, wir haben sehr viele Proceedings im KIT, sind in Scopus. Auch hier muss man mit Elsevier verhandeln und reden, aber sie sind drin und das ist das, was zählt. Ja, das ist jetzt ein bisschen unser Konzept und wie wir es machen, aber Sie haben es wahrscheinlich mitbekommen, es gibt immer mehr ja, Self-Publishing-Angebote im ja, in dieser dynamischen Umfeld von Digitaldruckereien. Bei Amazon kriegt man auch ein sehr schönes Buch, man braucht gar keinen Verlag mehr. Und wenn man so die Diskussion im Börsenverein verfolgt, dann wird es doch ein hartes Geschäft für die kommerziellen und weniger kommerziellen Verlage in den nächsten Jahren, überhaupt die Kunden zu binden. Ja? Weil eigentlich brauchen die uns ja gar nicht mehr. Und da gehen wir, also das Symbol für neue Wege, für etwas, was wir noch nicht umgesetzt haben, aber die Screenshots sind echt. Ich hoffe, das wird zur Open Access Week veröffentlicht, aber ich muss jetzt auf Holz klopfen. Das heißt, der KIT Verlag macht jetzt noch eine zweite Plattform auf für seine Autoren, KIT Scientific People, das ist auch KSP, also es passt sehr schön zu unserem Kürzel. Und über diese Plattform können die Autoren plaudern, ja, über ihre Forschung, über ihre Bücher, standardisiert über Fragebögen, also für die Doktoranden, die sich vielleicht nicht viel Mühe machen wollen, aber auch die Forscher, die sogar bereit sind, wie hier Professor Möser, der ein sehr schönes Buch über Technikgeschichte geschrieben hat, hat so einen 2-Minuten-Clip gemacht, was für ihn Technikgeschichte bedeutet und das geht so ganz low-level, aber sehr schön, einfach eine neue Kommunikationsplattform, Wissenschaftskommunikation, Vermarktung von Ideen in den sozialen Medien. Also für uns ein bisschen experimentell, aber es muss ja auch nach 10 Jahren mal wieder was Neues kommen, ein bisschen Spaß machen.
Ja, und so die letzten zwei Folien sind noch so ein Resümee nach 10 Jahren Verlagsarbeit. Was spricht eigentlich dafür, einen eigenen Verlag zu machen? Also man muss sich, also ich gehe es nicht so weit, dass ich sage, ich schaue mir die Kundenmeinungen an, wenn es mir schlecht geht, ja, aber sie sind wirklich überraschend, ja, wie dankbar also die Autoren auch sind, dass ihnen jemand ein schönes Buch macht, ja, man sieht es auch in den Schokoladenbergen im Verlag, das ist wirklich sehr schön zu sehen und auch im Campus, im KIT, das ist ja ein sehr großer Campus, sieht man. Also und das stimmt wirklich, wenn ich sage, wir machen keine aktive Werbung, aber inzwischen machen wir fast manchmal mehr als 3 Bücher pro Woche. Es gibt insgesamt 62 laufende Schriftenreihen im Verlag, die wir bedienen und wir haben einige alte übernommen, bevor es uns gab, aber wir haben auch 46 Neugründungen aus den Instituten, nur weil es einen KIT-Verlag gibt, der einfach zentral professionelle Services anbietet und das ein bisschen anders macht, als ein Institut eben selbst mit seiner Sekretärin oder mit seinem wissenschaftlichen Rat stemmen kann. Ja. Und aus Seiten der Bibliothek ist natürlich, die Bibliothek sollte und müsste das dann personell und organisatorisch stemmen. Das ist ein großer Aufwand, das will ich nicht verschweigen. Aber es gibt sehr viele Synergieeffekte mit der Abteilung, wo es Repository angesiedelt ist oder mit den Dissertationsstellen. Jetzt habe ich noch 2 Folien. Also man kann es mal, es gibt keinen Königsweg. Wir am KIT haben das sehr über die Masse gemacht. Weil ohne eine Dienstleistung, die einfach viel macht, ist man im KIT, wird man nicht wahrgenommen. Es muss jede Einrichtung für sich selbst entscheiden. Wir meinen, dass ein Verlag sollte den Servicegedanken im Vordergrund haben. Das ist viel wichtiger als diese Frage, was kostet das? Ja, das stellen wir bei anderen Dienstleistungen der Bibliothek auch nicht als allererstes in den Vordergrund. Und insgesamt fördert der Verlag die Diskussion im Open Access sehr, sehr stark in unserer Einrichtung. Man muss das auch nicht alleine machen, man kann sich der Arbeitsgemeinschaft der Universitätsverlagen anschließen, wo man viele nette Kollegen trifft, die sich mit den gleichen Themen beschäftigen. Es gibt es auch auf europäischer Ebene, die Association of European University Presses, die wir mitgründen mit vielen. Und da trifft man auch Verlage aus anderen Ländern, die ja ganz andere Probleme haben als in Deutschland. Das ist sehr spannend und vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich habe das, glaube ich, falsch dargestellt. Also wir haben ab einem Tag X gesagt, ab heute nehmen wir eine andere Lizenz. Wir haben die alten Lizenzen nicht angerührt, weil dann hätte man mit jedem Autor in Kontakt treten müssen. Das haben wir nicht gemacht. Dadurch haben wir uns auch die Zusammenarbeit mit manchen Open Access Plattformen ein bisschen erleichtert. Wir haben gesagt, wir geben euch nicht so viel. 1300 ist ja immer eine Masse. Ja? Wir geben euch die mit der guten Lizenz und über die anderen reden wir später. So kann man sie auch ein bisschen den Rücken freischlagen. Das ist also, wir haben mit, die alten Lizenzen bleiben bestehen. Aber umso mehr ein Plädoyer, möglichst wenig Lizenzen in einem Verlag zu haben, weil dann weiß man, ab wann man was damit machen kann. Jetzt muss ich leider ein bisschen umgedreht sein. Ganz herzlichen Dank für einen inspirierenden Vortrag. Ich hätte gerade Lust, einen eigenen Verlag zu gründen. Machen Sie gut. Ich habe ganz viele Fragen. 2 Liter kann ich stellen an dieser Stelle. Erstens, Sie sprachen von Kostendeckung. Es würde mich interessieren, ob das Geschäftsmodell, mit dem Sie arbeiten, Kostendeckung ist. Nein. Natürlich nicht. Wir sind gefragt, wie viel Prozent Ihres Umsatzes von der Universität subventionsmäßig beigesteuert werden. Die 2. Frage, ein ganz wichtiges Feld der Verlagstätigkeit gehören Sie gar nicht. Das heißt,
Ja. Bei dem Durchlauf von einem Skript und bei vier Personen, mit denen Sie arbeiten, das stimmt. Kann ich mir nicht vorstellen, dass Sie ein einziges Wort nehmen. Wo ist dann der Qualitätsanspruch? Ja. Also gut, die erste Frage ist, wir haben eine eigene Kostenstelle und alles, was der Verlag macht, also wenn ich hier auf die Dienstreise gehe und einen Vortrag über den Verlag halte, dann wird es auch darauf gebucht. Und wenn ich nur so in meiner Eigenschaft als Abteilungsleiterin gehen würde, dann nicht. Ich frage da nicht nach. Ja. Es ist keine Vollkostenrechnung in keiner Weise. Es ist auch nicht, dass wir nachfragen, wie viel Prozent hat der Verlag jetzt durch Buchverkauf, und wir verdienen ja fünfstellig im Jahr durch unseren Buchverkauf. Wie weit sind da die Hiwi und sonstigen EDV-Kosten gedeckt? Wir führen diese Diskussion nicht, aber es kann sein, dass wir sie irgendwann führen müssen. Ja. Ich halte es für nicht gut, wenn man in einer Einrichtung mit diesen Gedanken geleitet wird, weil was rechne ich ab, wenn ich jetzt Open Access Beratung für einen Autor mache oder ihm seine Rechte als Autor erkläre, die er für die Rest seiner Wissenschaftszeit nutzt, dieses Wissen, soll ich das jetzt abbuchen als Publikationsrepository-Dienstleistung oder als Verlagsdienstleistung? Und dazu ist das Verständnis der Universitätsleitung da, darum buchen, aber wir buchen es. Ja? Und alles, was man bucht, kann ja mal gefährlich werden. Ja? Also wir buchen die Stellen, ja, die Dienstreisen, wenn wir einen Flyer drucken, ja, und die Einnahmen, die wir haben, aber weiter gehen wir nicht, weil dann wird es kompliziert werden und man müsste sich sofort die Sinnfrage stellen. Ja. Darum kann ich Ihnen das nicht beantworten, inwieweit der Verlag 70% oder 30% seiner Kosten einspielt, das kann ich Ihnen nicht sagen. Und die andere Frage ist, das Lektorat, das stimmt. Ja, wir machen eine formale Qualitätsprüfung, die hat den Schwerpunkt drauf, dass es gut durch den Druck geht. Ja, also ja, das ist unser Schwerpunkt. Das ist aber nicht der Schwerpunkt, dass die Sprache gut ist, dass da die Tippfehler gut sind. Wenn uns bei dieser formalen Prüfung etwas auffällt, dann sagen wir, hey, dieses Manuskript muss nochmal gelesen werden, so können wir es nicht drucken, aber das passiert in den seltenen Fällen. Ja. Meistens ist uns das Formale das Richtige, da wir ja sehr viele Publikationen in Schriftenreihen haben, erfolgt hier auch die inhaltliche Qualitätsprüfung immer übers Institut. Ja. Und wir als Verlag sagen, es muss lesbar sein, also das ist zu klein, die Schrift ist zu klein, das können wir nicht drucken, dieses Buch macht keinen Spaß, aber ich gebe völlig zu, dann hören wir auf, weil sonst könnten wir nicht 3 Bücher in der Woche machen mit 4 Personen. Ja. Aber da haben wir auch ganz bewusst gesagt, lieber mehr, sonst gäbe es uns heute nicht mehr, als nur ein Buch im Jahr, ja, oder ein Buch im Monat. Ja. Das ist einfach eine bewusste Entscheidung, die man als Verlag macht. Wir haben, ja, das ist dazu eine zweite Antwort, ist ein Workshop. Wir haben drei freiberufliche Lektoren, die wir immer anbieten. Das ist bis jetzt erst einmal genutzt worden. Aber man kann ein volles Lektorat dazu buchen. Kostet natürlich viel Geld. Also wir haben das auch. Also die ganzen geisteswissenschaftlichen Fachbücher, das macht alles ein unheimlich rühriger externer Lektor für die Kollegen. Aber bei den Dissertationen, die seit 5 Jahren ihr Buch schreiben, und da reicht es uns, wenn das Buch lesbar ist, und da gibt es kein Lektorat mehr.